Herzlich willkommen bei der Übersetzung vom Vortrag sorry. When Hardware Must Just Work auf dem 32. Chaos Communication Congress. Vielen Dank für meine Kollegen. Ich werde heute Abend über Hardware Design in der echten Welt reden. Ich werde darüber Normalerweise arbeite ich einfach über die Sicherheit. Ich werde darüber reden, was benutzt wird, um eine echte x86-CPU herzustellen. Und ich werde über ein paar Werkzeuge und Techniken, die dafür dabei benutzt werden, und ein paar der einzigartigen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Zu Anfang. Ich weiß nicht, wer von euch von Hardware Design gearbeitet hat, aber Hardware Design ist ziemlich anders als Software. Zu einen braucht es eine sehr lange Zeit, insbesondere bei einer x86-CPU. Um eine wirklich neue CPU zu entwickeln, kann einfach 4 bis 5 Jahre dauern. Und zwar mit Hunderten und wenn nicht Tausende von Leuten. Es ist sehr komplex, viele Bestandteile und ist auch sehr teuer. Also nicht nur die Kosten von Hunderttausenden von oder Tausende von Leuten, sondern auch die Herstellung von Silikonchips ist sehr teuer und die Prozesse, die dafür für moderne x86-Chips benutzt werden. Also ein Maskset, die zur Herstellung von Silikonchips benutzt wird, Siliziumchips benutzt werden, kann über 3 Millionen Dollar kosten. Und das ist bevor man den ganzen Test-Equipment kauft und den ganzen Rest, der dafür benötigt wird. Und ein anderes Problem ist, dass es sehr kompliziert ist, alles zu testen, bevor man es herstellen lässt. Und dann kann es sehr teuer werden, herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Und ich werde über ein paar unterschiedliche Technologien, die dabei benutzt werden. x86-CPUs sind insbesondere problematisch, weil sie sehr komplex sind. Ein moderner Hochperformance-Chip kann sehr einfach 60 Millionen NAND-Gate sein, äquivalent. Und der RTL-Code, der normalerweise in einer Sprache wie Verilog ist, kann problemlos Millionen von Zeilen erreichen. x86-Cores sind auch verdammt schnell. Es ist fast sehr schwer vorzustellen, was eine 3 GHz CPU ist. Eine 3 GHz-CPU läuft bei 3 Milliarden Zyklen pro Sekunde und wir werden gleich sehen, welche Probleme das hat. Und außerdem, diese Chips müssen immer laufen. Die meisten werden nicht darüber nachdenken, ob eventuell in der Nacht die x86-CPU ein Problem hat. Aber wenn es einen Fehler drin hat, dann wäre es katastrophal. Eine CPU muss richtig funktionieren, damit überhaupt irgendetwas läuft. Und was das bedeutet von der Hardware-Entwicklungsansicht, man muss keine Bugs haben. Selbst wenn man einen sehr seltenen Bug hat und einmal in einer Milliarde passiert, dann passiert es immer noch 3 Millisekunden. Also, CPUs müssen perfekt sein. Also, natürlich nicht wirklich perfekt. Vielleicht können Sie sich an die CPU-Bugs, die in der Vergangenheit waren, zum Beispiel der Intel Pentium Divide-by-Bug oder den Pentium TLB-Bug 2007 und es gibt noch eine große Anzahl weiterer kleiner Bugs. Wenn Sie den Errata-Guide einer modernen CPU anschauen, dann sehen Sie das. Und wenn Sie das hinten sehen, steht da No Fix Planned auf der rechten Seite. Obwohl das stimmt, sind diese Issues in der Regel sehr klein. Sie müssen jetzt nicht glauben. Ich hoffe, dass Sie sich mal so einen Errata-Guide herunterladen und schauen, was für Fehler dort eingetragen sind. In den meisten Fällen sind die mehr oder weniger egal oder Software-Workarounds sind normalerweise eingebaut, aber es sind immer noch viele, die im Silikon vorhanden sind. Silizium. Ich möchte ein wenig über das Hardware-Design-Prozess reden und wie das Testen von diesen Chips funktioniert. CPU-Entwicklung beginnt beim Design und Verifikation. Das ist, wo die
Gruppen den Verilog oder den VHD-Code schreiben und den ausprobieren in der Simulation. Und das kann 1 bis 4 Jahre dauern, je nachdem, wie viel geändert wurde in dem Design. Wenn das fertig ist, dann wird es zu der Herstellungsfacility geschickt. Es dauert mindestens 2 bis 3 Monate, um irgendein Silizium zurückzubekommen. Und wenn man ihn zurückbekommt, dann muss man ihn immer noch testen und ihn validieren. Der Validierungsprozess kann immer noch 1 Jahr dauern. Das ist, wenn man das zusammenlötet. Und wenn man das Ganze macht, dann braucht man ja 4 bis 5 Jahre von einem Konzept bis hin zu einer Massenproduktion. So, zuerst möchte ich über die Verifikation oder Vorsilikon-Design, Silizium-Design reden. Was ist Verifikation? Verifikation ist eine Disziplin innerhalb des Silizium-Designs, die überprüft, dass ein Design den Spezifikationen entspricht. Und wenn Hardware und insbesondere CPUs entwickelt wird, dann gibt es nicht nur eine funktionale Spezifikation. Die funktionale Spezifikation sagt, welche Funktionen die CPU hat. Man hat aber auch eine Spezifikation für die Performance und den Strombedarf und die müssen genau gleich getestet werden. Wenn der Prozessor langsamer ist, als man erwartet, dann ist er genauso wertlos, als ob er irgendwo einen Bug hätte. Und das Ziel der Verifikation ist es, einen Bug zu finden oder Bugs zu finden. Und je früher man den Bug findet, desto einfacher ist es, ihn zu reparieren. Also, wie finden wir diese Bugs? Der Standardweg ist, ihn zu simulieren, dort einen Test drüber laufen zu lassen. Man hat sein Hardware-Design, das ist ein Verilog-Code, das ist der rote Block. Zuallererst hat man eine Möglichkeit, Eingaben zu machen. Und eine normale Methode ist entweder dadurch, dass man Directed-Testing oder Zufallstesting hat. Also Direktionstests ist, da hat man eine Reihe von Anforderungen, die werden dann ausgeführt und Random-Testing, zufälliges Testen, bedeutet, man öffnet einige der Anforderungen und macht einfach Zeug drauf. Das meiste, was gemacht wird, ist zufälliges Testen, weil es sehr gut ist, um sehr komische Fälle zu finden. Und es ist deutlich einfacher und menschenfreundlicher, als alle Sachen auszutesten. Außerdem wird irgendeine Art von Überprüfung gemacht. Zum Beispiel, wenn man einen x86er Core hat, dann hat man in der Regel ein C++-Modell der Architektur, das parallel dazu läuft. Und man schickt dieselben Anforderungen zu beiden und Anweisungen zu beiden. Und wenn beide fertig sind, dann schaut man sich den Memory an und schaut, ob da irgendwo ein Unterschied ist. Checkers werden auch auf niedrigeren Strukturen angewendet. Zum Beispiel, dass man diese Überprüfer über bestimmte Blöcke hat. Und häufig werden diese Blöcke genau angeschaut, auch interne. Zum Beispiel ein Cache-Überprüfer, der überprüft, dass man nicht doppelte Zeilen im Cache hat. Und diese Sachen sind sehr hilfreich, weil die Verifikationszeit sehr gering ist und man alle Unterschiede so früh wie möglich finden möchte, dass man sie möglichst viel in der Testzeitlos Zyklus hat. Und darum hat man die Überprüfung sehr früh. Eine weitere der Testarbeiten ist, in der Regel gibt es eine Möglichkeit, den Bereich, der überprüft wird, zu schauen. Und das zeigt man, wie gut man testet. Also wenn man in allen Code, den man hat, und man möchte auf keinen Fall eine CPU herstellen, die irgendeinen Code drin hat, der noch nicht getestet wurde. So, Testbenches sind nicht schnell und das ist ein ziemlich großes Problem. Wenn man einen ganzen SSD-Chip haben, so mehrere CPUs, Nordbrücke, Südbrücke, dann hat man ungefähr eine Geschwindigkeit von 1 Hertz. Das heißt, man hat einen Zyklus für jede Sekunde der Uhr an der Wand. Man kann da nicht viel machen. Und das ist mit einem sehr neuen Tools und sehr guter Hardware.
Und das Normale, was man normalerweise macht, ist es in kleinere Blöcke zurückzugehen. Wenn man nur einen x86-Core hat, dann ist das ungefähr 10-mal so schnell. Und das ist immer noch sehr langsam, aber merkbar schneller. Wenn man es weiter auseinander nimmt, dann kann man Multi-Unit-Testing machen. Das ist, man macht mehrere ähnliche Blöcke zusammen. Und man kann sogar zum Testen von einzelnen Units, zum Beispiel nur den Decoder oder eine einzelne Speicherunit, und dann kann man um die 100 Hertz, also 100 Ze vielleicht 200 Zyklen pro Sekunde durchführen. Wenn man das jetzt kurz mit einer wirklichen Silikonverteil vergleicht, die 3 Billio Milliarden Zyklen pro Sekunde hat, dann ist es verdammt langsam. In der ersten Sekunde, die eine CPU läuft, das sind ungefähr 9,5 Testjahre Basically, as soon as you im größten Level. Und sobald man es anmacht, dann ist es schon hat schon mehr verifiziert, als es je gemacht hat. Es gibt eine Methode, wie man das Ganze schneller macht, dadurch, dass man mehr Geld reinwirft, nimmt Simulationen. Und Cebu macht eine Maschine, eine spezielle Hardware, die FPGA ähnlich ist. Den kann man ein Design darauf laden und man kann schneller testen. Und das hier ist deutlich größer, als das Bild aussieht. Und eine dieser Boxen kostet ungefähr 1 Million Dollar. Aber die können 1 bis 2 laufen. Es ist immer noch 1 Million Mal schneller als eine Simulation, aber deutlich langsamer als das Silizium. Sie sind sehr hilfreich, aber sie kosten sehr viel. Eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, wie sieht es denn mit formaler Verifikation aus? Und wenn jemand das noch nicht kennt, was es ist, im Grunde genommen ist das ein mathematischer Beweis des Verhaltens, des Designs, und formale Verifikation ist großartig für manche Dinge. Es ist wirklich super, wenn man einen kompletten 100% Beweis bekommen kann dafür, dass Dinge wirklich funktionieren. Das Problem mit formalen Werkzeugen ist, sie werden wirklich schlecht, wenn man ein großes Design hat. Es sind im Wesentlichen etwas, wo du vergleichen musst gegen ein Vergleichsobjekt. Und wenn man zum Beispiel einen Multiplizierer hat, ist es ziemlich einfach, die Multiplikation zu simulieren und zu sagen, da muss das Gleiche rauskommen. Für die ganze CPU ist das aber eine ganz andere Sache. Und vielleicht muss man das ganze Design nochmal implementieren, damit man überhaupt was hat, gegen das man vergleichen kann. Und meiner Erfahrung nach ist formale Verifikation für ganz vereinzelte Ausführungseinheiten geeignet. Aber sonst auch nicht. Also, eine Sache, über die ich sprechen möchte, ist, wo schlägt Verifikation fehl? Und wir fangen erstmal damit an, wo es gut funktioniert. Es funktioniert gut, wenn man Fehler in den Grundfunktionen hat. Funktioniert dieser Modus überhaupt? Werden diese Ausnahmen überhaupt generiert und derartige Dinge? Alles, was man formal beweisen kann, ist außerdem gut zu testen. Und auch die Abdeckungsanalyse funktioniert gut. Zum Beispiel kann ich eigentlich alle Anweisungen und Modi ausführen, werden alle Ausnahmen ausgelöst. Aber es gibt andere Sachen, die schwer zu finden sind, zum Beispiel Fehler auf dem Systemlevel. Wenn ihr euch erinnert, die Sache, die wir dort simulieren wollen, läuft einfach so unglaublich schnell, dass wir nicht viel Testzeit haben und da entstehen dann Dinge, die uns einfach mal durchs Netz rutschen. Und wenn man zum Beispiel ein Protokoll-Mismatch hat, wo Dinge in einem falschen Status landen, kann man das schlecht finden. Was ich am häufigsten bisher gesehen habe, ist, dass mehrere scheinbar zufällige Ereignisse
gleichzeitig eintreffen müssen, um einen bestimmten Bug hervorzurufen. Und wenn du zum Beispiel eine Cache-Abfrage machst und dann kommt ein Interrupt rein und in dem gleichen Zyklus sagt der Sensor, der Temperatursensor, dass die CPU zu heiß wird. Und solche Dinge findet man, wenn man mit einigen Milliarden Instruktionen pro Sekunde das prüft, passiert das natürlich öfter als in der langsamen Simulation. Eine andere Sache, die schwer zu finden ist, sind Dinge, die nur nach langer Laufzeit passieren, auf großen Datenstrukturen zum Beispiel. Die kann man schlecht testen, diese Fälle in Verifikationsmethoden. Man muss sich dessen bewusst sein. Und eine weitere Sache, die ich gesehen habe, sind statistisch unwahrscheinliche Dinge. Stellen wir uns zum Beispiel vor, man hat ein Design mit einem besonderen Verhalten, wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene Speicheroperationen habe und die untersten 20 Bits der beiden Operationen sind beide mal die gleichen und die anderen Bits nicht. Und wenn man zufällige Eingabedaten macht, dann wird genau diese Übereinstimmung eben so gut wie nie passieren. Und man bräuchte unglaublich viel Testzeit, um das Ganze zu auszulösen. Manches davon könnte man natürlich beheben, wenn man schon wüsste, dass genau dieser Corner Case, diese Spezialsache besonders sensitiv ist. Und dann könnte man natürlich den Zufallsgenerator so modifizieren, dass er eben nicht zufällig ist, sondern genau solche Sonderfälle generiert. Aber man versucht es so gut wie es geht, aber man kann nicht alle diese zufälligen Konfigurationen überblicken. Und das nächste, was ich erklären möchte, ist, was passiert denn, wenn wir unser Silizium schon gefertigt haben? Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, man bekommt das Ganze aus der Fertigungsanlage zurück und es funktioniert halt nicht beim ersten Mal. Man muss debuggen, aber wie debuggt man das? Die meisten hier werden sicherlich schon mal was debuggt haben. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn wir über Software reden würden, dann würde man das Problem untersuchen, GDB starten, gucken, was dort falsch ist, den Code mal eben schnell beheben, neu compilen und das Ganze von vorne. Mit Hardware geht es so nicht ganz. Die erste Sache, die man betrachten muss, was ist denn passiert? Ein häufiger Weg, um das herauszufinden, ist das JTAG-Interface. JTAG steht für Joint Test Action Group. Es ist ein Standard der IEEE und viele Hardware unterstützt diesen Standard. Und aktuelle x86-Prozessoren haben halt spezifische Pins dafür, die man dort rechts sieht. Und wir können Testdaten rein und raus. Wir haben ein Test-Clock-Signal. Und diese Spezifikation gibt vor, wie ich mit diesen Pins arbeiten kann. Es muss erwähnt werden, diese Pins sind physikalisch vorhanden. Die sind normalerweise auf dem Motherboard nicht physikalisch ausgeführt mit Anschlüssen, die man finden kann, aber innen im Chip sind sie tatsächlich physisch vorhanden. Prozessoren müssen manche von diesen Kommandos wie zum Beispiel Bypass und ID-Code implementieren. Die sind die Mindestkommandos, die vorgeschrieben sind und die IEEE hat das Ganze aber recht offen gehalten, sodass wir auch noch weitere proprietäre Anweisungen hinzufügen können. Und man kann sich vorstellen, wenn ich eine CPU debugge, dann habe ich halt spezifische Debugger-Anweisungen, um bestimmte Speicheradressen zu lesen oder zu schreiben und derartige Dinge. Und das kann natürlich sehr nützlich sein, um rauszufinden, was passiert ist. Aber der Prozessor macht das natürlich nicht einfach so auf magische Weise, sondern auch dieses Debugging-Interface muss natürlich mit ins Design eingearbeitet werden. Und das lohnt sich, weil man hat auf jeden Fall irgendwelche Bugs. Das Ganze kann sehr nützlich sein, ähnlich wie in der Softwarewelt ein GDB, aber es funktioniert auch nicht immer. Insbesondere ist es eine Sache, die häufig passiert bei Silizium-Designs, dass die CPU einfach sich aufhängt, komplett stillsteht und man kann eigentlich nichts mehr machen. Wie soll man das noch debuggen? Die Antwort sieht so aus, man hat eine Scan-Funktion und eine Scan-Funktion funktioniert ähnlich wie ein Crash-Dump.
Alle Register, also alle Register, die als Flip-Flop ausgeführt sind, können wir über einen einzelnen JTAG-Port nacheinander ausgeben. Und das funktioniert, indem die Flip-Flops im Silizium ungefähr so angeordnet sind, wie man es hier sieht. Ist also ein Standard-Flip-Flop. Und jetzt haben wir einen extra MUX-Anschluss, mit dem ich entweder die normalen Daten reinholen kann oder die Scan-In-Daten. Und dann kann ich mehrere solche Einheiten hintereinander verketten, so wie hier. Und dann können die Daten des einen Flip-Flops in das Scan-In des nächsten gehen. Und wenn ich diese Daten dann ausgeben möchte, dann schalte ich auf all diesen Flops das Scan-Able ein, das Scan-Able-Flag. Und es ist dann so designt, dass die nacheinander durchrutschen, sodass ich über eine längere Zeit, die wirklich eine Weile dauern kann, über mehrere Zyklen hinweg die ganzen Register eins nach dem anderen auslesen kann. Das ist eigentlich ganz nett und das kann ich dann später offline analysieren, aber es ist halt nicht perfekt. Eine Einschränkung, ich bekomme nur die Daten aus den Flops, nicht aus irgendwelchen anderen Zwischensignalen. Und es ist auch nur ein einziger Zeitpunkt, den ich dort auslesen kann. Es ist wirklich nur ein Crash-Dump und die Information, die ich eigentlich brauche, könnte schon längst wieder weg sein. Und bei in der Geschwindigkeit, mit der CPUs für gewöhnlich laufen, wenn er nicht sofort in dem Moment, wo der Fehlerzustand da ist, abstürzt, habe ich keine Möglichkeit, da nochmal heranzukommen in den Zustand. Manchmal muss man sich alle verschiedenen Fehlerstatus-Zustände, die davor waren, nach und nach angucken und das ist dann komplizierter. Das sind Beispiele von Verfahren, die öfters genutzt werden. Okay. Dann gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwelche Methoden davon verwendet und wir wissen, was passiert ist, was schiefgelaufen ist. Und auch die eigentliche Fehlerbehebung ist nicht wirklich einfach. Natürlich kann ich meinen Verilog-Code fixen und das Design nochmal neu machen. Dauert 2 Monate, 3 Millionen Dollar. Aber das muss ich nicht immer so machen. So wie moderne Chips aufgebaut sind, gibt es einen Base-Layer und Metall-Layer. Und wir haben da bis zu 9 verschiedene Metall-Layer über dem Base-Layer. Und um das Ganze stark zu vereinfachen, weil ich bin kein richtiger Prozessor-Designer, man hat dort verschiedene Gatter, End und NOR und so. Und die sind alle auf dem Base-Layer und die Metall-Layer darüber verbinden diese Gatter. Und wenn mich irgendwas verändern muss und den Base-Layer neu machen muss, ist das sehr, sehr teuer und sehr kostspielig, was Zeit angeht. Aber eventuell kann ich auch stattdessen einfach nur einen der Metall-Layer verändern. Und das ist deutlich günstiger, sowohl was Zeit als auch was Geld angeht. Und an den neuen Metalllayer kann ich einfach dazwischen schieben und das kostet mich nur einige Wochen an Verzögerung. Eine Sache, die auch häufig gemacht wird bei physikalischen Designs, ist, man hat einen Block und wenn man irgendwo noch Platz hat, dann packt man da einfach noch ein paar weitere Gatter hin, die nichts Spezifisches tun, die sind einfach nur dort als Reserve. Und wenn ich dann irgendwie einen Bug habe, dann kann ich immer noch mit den Metalllayern versuchen, dort eine Verbindung hinzumachen, um etwas auszutauschen. Und warum sollte man das auch nicht tun, wenn man da noch nützliche Dinge unterbringen kann? So, das sind die sehr kostspieligen Lösungen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie man wirklich etwas schwierige Fehler beheben kann. Aber es gibt auch ein paar andere Lösungen, die kosten nicht unbedingt 3 Millionen Dollar. Eine Sache, die man machen kann, wenn da ein Problem ist, kann ich ins Labor gehen und ich nimmt eine von diesen Katzen und guckt, ob sie das beheben kann. Wir haben natürlich auch bessere Lösungen, wie zum Beispiel diese Maschine. Man kann einen schon fabrizierten Chip dort hineintun und mit einem Elektronenmikroskop kann ich Ionen dort hineinschicken an manchen Stellen, um kleinere Ta Stellen des Designs nachträglich zu verändern. Das macht man pro Chip
Und das einzige Problem damit ist, man muss es für jeden einzelnen Chip machen. Und außerdem, die Chips, mit denen ich das mache, halten meist nur noch 1 bis 2 Wochen, weil das Ganze so fragil ist. Und wenn ich nur mal kurz den Fix als Prototyp machen muss, kann ich das in ein paar Stunden machen und ausprobieren und gucken, ob der Fix wirklich funktioniert. Aber für die eigentliche Produktion ist es absolut ungeeignet. Also, was kann man noch machen? Eine weitere häufige Verfahrensweise ist, dass man Disable Bits in der Hardware hat. Und sie heißen Chicken Bits, also Hühnchen Bits. Und die sind sehr nützlich, um zum Beispiel Performance oder Energieverbrauch irgendwie zu optimieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man es halt deaktivieren. Es ist auch sehr wichtig, dass man daran denkt, wenn Prozessoren hergestellt werden, dann sind manche Dinge, die einfach sehr schneller machen, zum Beispiel Branch Prediction, das ist sehr gut, aber der X86-Chip, diese neue Performance hat, die man jede Generation bekommt, ist normalerweise dadurch, dass man einen sehr kleine Änderungen macht, zum Beispiel die 0,54 haben und 0,25% da und vielleicht ein großes Feature, das um 1% es schneller macht. Die werden alle addiert und dann kriegt man seine 10, 15%, die man besser wird. Und wenn man eine von denen ausschaltet, um einen kritischen Bug auszuschalten, ist es kein Problem. Und das sind viele Fälle, wo das benutzt wurde. Man kann in viele dieser Sachen in einem Dokument, das AMD veröffentlicht, nämlich das BIOS Developer Guide. Und vielleicht haben Sie es schon woanders gesehen. Bei x86 werden diese Bits in einen spezifischen Register gesetzt und das ist ein Beispiel dafür. Ein Data Cache Konfiguration Register. Und es sind einige Sachen, die definiert sind, bestimmte Aspekte zu disablen, die für die Geschwindigkeit erhöht und ein paar andere Features. Und die sind nicht nur für Herstellungen hilfreich, wenn man zum Beispiel einen Bug mit dem Hardware Prefetch Vorhole hat, aber sind auch sehr hilfreich beim Debugging. Und das führt dazu, dass Designer über mögliche Fehler nachdenken müssen und welche man eventuell später ausschalten möchte. Und das ist eine dieser Sachen, wo man alles Mögliche damit macht, wenn man viel lieber ein Bit nie setzt, als wenn man einen Bug hat, der die 3 Millionen Euro kostet, es neu zu machen. Eine weitere Option bei modernen CPUs sind Microcode-Patches. Microcode ist quasi der Firmware, die auf dem Chip läuft. Das sind Prozessoren, die normalerweise komplexe Anweisungen im x86 durchzuführen. Das sind einige, zum Beispiel Interrupt Delivery und viel Stromversorgungsprobleme. Und Microcode nimmt diese komplexen Sachen, nimmt die auseinander und macht viele kleine Schritte in der CPU. Und wie das funktioniert ist, man hat einen On-Chip-ROM, der im Silizium vorhanden ist. Und wenn man einen kleinen SRAM daneben nimmt, dann ist das der Patch-RAM. Und im Patch-RAM kann man verschiedene oder alle von den Microcode-Befehlen überschreiben, wenn sie repariert werden müssten oder wenn man irgendwelche Bugs umgehen möchte. Und das ist sehr hilfreich, wenn man Instruktionen ändern möchte. Wenn man zum Beispiel eine Serialisation machen, dann kann man das eventuell im Microcode machen. Wenn man einen sehr seltsamen Fall hat, in einem Bug drin ist, dann kann man das häufig irgendwie rauspatchen. Da ist nicht viel öffentliche Veröffentlichkeit dafür. Die beste Quelle, die man dafür finden kann, ist im Linux-Kernel. Dort ist einige für Intel- und AMD-Prozessoren. Und eine Sache, die ich darüber reden möchte, ist, Microcode-Patches sind in der Regel von dem Hersteller signiert. Und das ist nichts, was man häufig ändern kann. Die sind sehr hilfreich, um
die auch für andere sehen sind als x86, um im Feld so ein paar Sachen zu ändern. So, das jetzt, um das nochmal zusammenzumachen, wir haben JTAG-Debugging und Scan. Das sind zwei Arten, wie man Fehler identifizieren kann. Und wenn man die wirklich repariert, dann gibt es Workaround. In der Regel muss man es einfach rauskriegen. Man macht, was auch immer funktioniert. Und die Linie zwischen Fix und Workaround ist sehr unklar. Man hat Selektionen, Respin, man hat Microcode-Bits, man hat diese Chicken-Bits, diese Huhn-Bits. Und man kann auch immer noch zu Noten neue machen müssen. So, weil die meisten hier Sicherheitsleute sind, möchte ich kurz über die Sicherheit davon reden. Alle die Debug-Interfaces, über die ich geredet habe, sind potenziell mehr als Debug-Interfaces für einige, und das ist etwas, das nicht ignoriert werden kann. Debug-Interface-Sicherheit muss als Design relevant sein und muss getestet werden. Einige der Beispiele für Sicherheit, die ich gesehen habe, waren zum Beispiel, manche oder alle JTAG-Commands werden ausgeschaltet. Normalerweise wird dies darüber gemacht, dass Fuses, also kleine Stellen, die dann einfach durchgebrannt werden. Wenn dies durchgebrannt ist, dann sind diese Funktionen nicht mehr benutzbar. Eine andere Möglichkeit ist, zu überprüfen, dass die Debug-Zugang zu geheimen Regionen in Produktion abgebrochen wird oder durchbrochen wird. Man kann ein bisschen Authentikation machen, um ein Debug-Interface wirklich zu benutzen. Aber das muss man testen, und den Debugger zu testen ist sehr kompliziert. Und ja, das ist eine Möglichkeit, die man benutzen könnte, wenn man die Sicherheit hochsetzen könnte. Und signierte CPU-Microcode-Updates sind normal heutzutage. So ein paar Sachen mit die ich Ihnen noch sagen möchte. Der x86 CPU ist möglicherweise nicht das, was Sie jetzt anfangen wollen, nach heute Mitternacht. Aber viele der Techniken sind hoffentlich immer noch interessant und können eventuell in anderen Projekten angewendet werden. Zuallererst, große Designs in kleine Gruppen auszubrechen, sieht sehr üblich aus, aber manchmal ist es sehr hilfreich, insbesondere wenn man etwas hat, was wie eine CPU sehr langsam simulierbar ist. Die Tools zu benutzen, um die Testzeit zu reduzieren, formale Werkzeuge, automatisierte Testwerkzeuge, ist sehr hilfreich. Einfach um die Benutzbarkeit von jedem CPU-Zyklus, den man laufen lässt, maximieren. Und man muss auch immer überprüfen, was sind die schwachen Punkte in dem Testzyklus, und man muss schauen, wie man die umgeht. Zum Beispiel weiß man bei CPU-Architekturen, nach einigen Jahren wissen sie, wo die Bugs sind, und sie bauen dementsprechend, dass die Bugs drinnen sind. Und eine Funktion, die so gut ist, dass man die ganzen Sachen ausschalten kann, wenn man ein Debug-Features hat, das man auch wieder ausschalten kann, ist auch unter Umständen sehr hilfreich. Und mit Hardware hat man nie wirklich die Option, dass man den Benutzern sagen kann, hey, lade ein Patch runter. Und wirklich einen Hardware-Pack kann man nur dadurch reparieren, dass man Silizium zu Millionen und Millionen von Leuten schicken kann. Und das möchte niemand machen. Darum möchte man diese anderen Features dabei haben, dass Fehler, die einfach mal auftauchen, umgehen kann. Bei Software kann man manchmal wirklich ein Patch rausschicken. Aber in vielen Situationen, wo man einfach nur ein Software-Upgrade hat und die Benutzer sagt, hey, lade das runter, ist manchmal nicht wirklich das Benutzbare möglich. Und häufig dann versucht man, eine Möglichkeit zu haben, ein Update durchzuführen. Und das ist, was ich hier habe. Ich habe noch ein paar zusätzliche Links, wenn Sie interessiert sind, wenn Sie mehr darüber lesen wollen. Die BIOS Kernel Developer Guide ist eine große Quelle von Informationen. Das sind über 1000 Seiten, aber
sehr interessant, das zu lesen. Es geht zuallererst über jeden Register, der existiert im x86er CPU und was die Bits machen. Die CPU-Revisionsguides und die Errata-Dokumente von Intel oder AMD ist sehr groß. Man braucht einfach den für die eigene CPU-Version. Und es ist sehr interessant, die sich anzuschauen. Nicht nur, was die Fehler sind, sondern auch die Revision und schaut, welche Fehler immer noch wichtig sind, nicht wichtig sind und nie gefixt werden. Und wenn ein Interesse besteht bei der CPU-Verifikation, dann gibt es eine große Anzahl von guten Quellen. Und da kann man viele Informationen finden. Ein sehr interessantes Feld, viel Arbeit, die dort gemacht wird, und Verifikation zu optimisieren und mehr Beweise durchführen, mehrere Fälle. Zum Beispiel Power-Aware-Verifikation, es wird mehr und mehr wichtiger. Und einige Chips kann man teilweise ausschalten und man kann sie nicht benutzen, ohne wenn sie vorher anschaltet. Und das sind einige sehr interessante Arbeit, die in dem Bereich getan wird. Wenn Sie in dem Bereich interessiert sind, schauen Sie sich die einfach an. Jetzt können wir ein paar Fragen stellen. Ich mache die One, two. Eins, zwei. Okay. Vielen Dank, David. Könnte ich bitte hinzufügen? Nein. Könnt ihr bitte bei 1 und 3 euch hinstellen? Irgendwas funktioniert da nicht. Also, zuallererst die erste Frage bei der Nummer 3. Danke. Vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ich weiß nicht, ob Sie irgendetwas darüber wissen oder ob das außerhalb von dem ist, was Sie wissen. Ich frage mich, wie wird dieses Layout da drin benutzt werden? Wenn man FPGA benutzt, dann schmeiße ich mein Design drauf und es wird automatisch layoutet und alles passiert einfach. Aber werden CPUs manuell ausgelegt werden? Also ein bisschen von all dem. Es war früher mal so, dass man alles manuell gelayoutet hat, weil die damaligen Tools nicht gut genug waren, um so große Designs zu machen. Aber in den letzten 5 bis 10 Jahren gab es eine große Entwicklung Richtung automatisierter Layout und Synthese. Und das ist wirklich gut geworden. Und was heutzutage ist, das Beste passiert, wenn man einfach die ganze CPU nimmt und sagt, such dir einfach aus, wo es hin soll. Und in manchen Fällen sagt man gar nicht, hier möchte ich diese Instruction-Sachen und da den Multiplier, sondern das Tool kann aufgrund der Verbindungen gucken, wie das Verhältnis der einzelnen Elemente ist. Und es ist sozusagen heutzutage im Wesentlichen automatisiert mit relativ wenig menschlichem Input. Und es ist anders als bei FPGAs. Die Tools sind allerdings recht ähnlich an manchen Stellen. Die Person in Nummer 1, was passiert denn bei AMD-Updates? Wenn man zum Beispiel irgendeine Micro-CPU drin hat, zum Beispiel wenn man einen x86-Code für generelles Processing hat, in modern CPUs ist die Secure und whatever. Do you test, da gibt es manchmal Sicherheitsfeatures. Macht man dann das ganze Test oder einfach nur einzelne Teile davon? So. Ja, also typischerweise funktioniert es so. Der ganze Chip besteht aus einer Sammlung von sogenannten IPs und der Power Management Controller ist ein IP, der PSP, der Security-Prozessor ist ein IP und man hat noch eine ganze Menge andere IPs, so wie Speichercontroller und so. Und die werden meistens einzeln verifiziert, aber es gibt auch nochmal eine System-Level-Verifikation, wo alle zusammen getestet werden. Und aufgrund der Geschwindigkeit und Größe ist das Ganze eingeschränkt, aber es gibt es prinzipiell. Wir müssen auch noch ein paar Leute außerhalb ansprechen. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Ja.
Wer könnte man diese Chicken Bits setzen? Kann man die im Betriebssystem setzen? Also die Chicken Bits sind in modellspezifischen Registern und man muss wissen, wo sie sitzt und kann sie einfach mit einer Instruktion setzen. Ja, ich bin sehr gut über den Vortrag und ich bin überhaupt nicht ein Handwerktyp. Und als Sicherheitstyp sehe ich diesen Prozess, der arbeitet mit, damit ungewünschte Bugs draußen hat. Wie gut arbeitet der gegen eine Person, die wirklich schwer findbare, absichtliche Bugs einbauen möchte? Oder wie würden Sie sonst solche Sachen erkennen? Also, ich denke, das ist ein Problembereich, über den ich gar nicht so viel sagen kann. Gelächter aus dem Publikum. Ich überlege gerade, ob es überhaupt etwas gibt, was ich darüber sagen kann. Also es gibt eine ganze Reihe von Phasen im Designprozess. Und um für mich zu sprechen, es wäre äußerst schwierig für jemand anderen, etwas durch die ganzen Prüfungen durchzubekommen. Aber darüber hinaus gesehen, viel kann ich dazu gar nicht sagen. Wozu ich tatsächlich was sagen kann, da ist ein ganzer Bereich in der Fabrikation, sagen wir mal, deine Firma benutzt ein perfektes Design, dann ist es vielleicht nicht das, was das Fabrikationslab dir zurückschickt. Das kann also auch auf dem Unternehmenslevel schwierig sein. Wenn man also das Silizium zurückkriegt, dann testet man, ob alles das, was man haben wollte, auch da ist. Aber es ist schwer zu testen, ob noch mehr Features da sind, als man eigentlich haben wollte. California. So, wir wissen alle, die Pixel Failure Classes von unseren Monitoren, die wir kennen, sind da Failure Klassen von CPUs? Und kann man einen guten Test kaufen? Nein, es gibt keine Fehlerklassen oder was Vergleichbares für CPUs. Die CPUs sind funktional gesehen alle identisch und es kann Unterschiede geben, zum Beispiel je nach BIOS-Version, welche Fixes da drin sind, welcher Mikrocode geladen wird. Unglücklicherweise, selbst wenn es einen Fehler gibt und es wird zum Beispiel ein Mikrocode-Update veröffentlicht, wir können die Hersteller nicht zwingen, das in ihr BIOS einzubauen. Also da gibt es also ein Problem und das Einzige, was ich da erwähnen kann, ist, dass man einzelne Teile testet und wenn wir das machen, es gibt keine verschiedenen Geschwindigkeitsklassen oder so. Also, dass man manche Teile kommen einfach schneller oder langsamer aus der Fabrik oder mit mehr oder weniger Stromverbrauch, aber das Ganze ist einfach eher zufällig. Da musst du einfach Glück haben, dass das Teil, was du kaufst, schnell und stromsparend laufen kann. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ja. In der Verifikationsfall, wie unterscheiden Sie Designsfehler und von Herstellungsfehlern? Also in der Verifikationsphase ist das Design noch nicht durch die Fabrikation durch. Das heißt, man testet im Wesentlichen nur den Verilog-Code und es gibt Mechanismen, um das zu testen, was aus der Fabrikation zurückkommt, um zu gucken, ob das Teil korrekt gebaut wurde. Und manchmal ist das recht einfach, zum Beispiel, dass man den gleichen Bug auf verschiedenen Teilen versucht zu reproduzieren. Und es gibt ein paar andere Features, die wir eingebaut haben, die wir als Design fürs Test Kategorie zusammenfassen würden. Aber das wäre ein komplett anderer Talk. Ich würde gerne wissen, wie viele dieser Designzyklen hat ein x86er CPU normalerweise, bevor es fertig ist?
Also das hängt sehr stark davon ab, wie viele neue Features man in der neuen Generation hinzufügt. Es kann manchmal nur ein oder zwei solche Iterationen sein. Manchmal sind es auch so ungefähr 5 bis 10. Eine Möglichkeit, um das herauszufinden, ist, wenn man von A0, A1, B1 hörst oder so. Der erste Buchstabe ist die Base-Layer-Version und die Nummer dahinter ist die Revision der Metall-Layer. Gentlemen, number one, please. Entschuldigung zu fragen, aber ich bin auch ein Sicherheitswissenschaftler. Wenn Sie es dramatisch wie ein Prozessor vereinfachen, einfach die Legacy und anderen Zeug drin, wie? Are you calling the designs crap? Nein, ich sage nicht, dass das Design crap ist, aber wie würde man das Testen dadurch ändern? Also es gibt einige Legacy-Funktionen in x86. Eine interessante Sache ist, es würde nicht unbedingt einfacher werden, denn wenn man etwas herausnimmt, muss man es überall rausnehmen, auch aus den Testgeneratoren und aus den spezifischen Tests und Generatoren. Und glaub es oder nicht, aber es ist manchmal mehr Arbeit, als das Feature einfach drin zu lassen und es einfach nochmal zu testen. Das mag schwer zu verstehen sein, aber wirklich etwas rauszunehmen an Features ist auch schwierig, weil es gibt einfach eine ganze Menge Software, die darauf noch basiert. Wir haben endlich 3D Now und A20 haben wir jetzt rausgeworfen, das seit dem 286er oder so da drin ist, aber naja. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, wenn man sagt, dass ein bisschen RAM drin ist, den man programmieren kann, um diese Microprocramming zu ändern, nachdem der Prozessor hergestellt ist. Warum wird der im Silikon reingebrannt, wenn es dann ein bisschen RAM ist, der ausreichend groß ist, um alles drauf zu halten? Also dieser RAM ist nicht in jedem Fall groß genug, um alle Instruktionen zu enthalten. Ich würde sagen, der Hauptgrund dafür, weshalb man überhaupt das fest einbaut, ist, naja, erstens, der ROM ist im Silikon deutlich kleiner vom Footprint her und man will nicht so einen großen RAM dort aufbringen. Man spart einfach Fläche durch den ROM und es ist auch aus Sicherheitsaspekten, man muss dem Prozess, der das Ganze hereinlädt, nicht so sehr vertrauen. Wenn man gar keinen ROM hätte, müsste man den Loading-Prozess selbst wiederum komplett voll funktional in Hardware einbauen. Und es gibt halt Gründe dafür, unter anderem auch Legacy-Gründe. Zweite Frage ist, in welchem Designzyklus, muss man entscheiden, welche Clock Rate der Prozessor veröffentlicht werden soll oder normalerweise laufen soll? Also für gewöhnlich ist das sogar schon Teil der ursprünglichen Designspezifikation. Wenn man ein Design erstellt, dann möchte man einfach eine Zielgeschwindigkeit, eine Zielperformance haben. Und basierend auf der Prozesstechnologie, die eingesetzt wird, wo man weiß, man kann so und so viel Gatter pro Zyklus haben oder ähnliches. Wenn man das Ganze natürlich tatsächlich herstellt und testet, dann kann es natürlich sein, dass etwas anderes bei rauskommt, je nachdem wie ideal die Annahmen und Daten sind. Aber es ist normalerweise also Teil der Spezifikation. Tween, I think. Da ist noch eine Frage aus dem Internet. Ja. Updates assigned. What does the CPU check the signatures against? Wogegen checkt die CPU die Signaturen für die Microcode-Updates? Typischerweise ist es so implementiert, dass man einen Public Key, einen öffentlichen Schlüssel in dem ROM eingebrannt hat für die Signatur. Aber ich kann nicht zu sehr ins Detail dort gehen. Number one, please. So from the talk, it seems the test. Walk up to the mic, please. Oh, otherwise, yeah. We don't have you on tape. That's good. From your von dem Vortrag sieht man, dass das Testen ein großer Bereich von dem Prozess ist. Wenn so CPUs komplexer werden, wie groß wird der Testproblem, dass die neuen Features langsam später kommen? Es ist ein ganz wesentlicher Faktor. Testing ist der
das Größte bei der CPU, was die Zeit, die Kosten, aber auch die Anzahl der beteiligten Personen betrifft. Ich meine, solche Dinge werden langsamer, wenn man mehr Menschen hinzufügt. Andererseits gibt es manchmal neue Tools oder Verfahren, die das wieder ausgleichen. Wenn man sich das anguckt und sagt, warum dauert das so lange, bis die CPU-Features drin sind, gerade wenn es auch um Security-Features geht, das ist einer der Gründe. Das Testen ist ein langer Prozess und jedes neue Feature, das man hinzufügt, erweitert die Zeit, bis man es verkaufen kann und erst dann verdient man auch Geld damit. Wenn Sie keine Follow-up-Question haben, sehen Sie irgendeine neue Testing-Methoden, die man sehen kann? Besser als simulieren? Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich bin auch nicht so ein Expert dafür, was dort in der Zukunft kommen wird, aber ich denke, da werden noch nützliche Dinge kommen. Nummer 3, bitte. Können Sie vielleicht sagen, wie viel Platz braucht man bei einem Silicon-Chip, um ein JTAG-Device, die Chicken Bits und den ganzen Zeug zu implementieren? Ist es 1% oder viel, viel weniger? Also die Chicken Bits sind sehr geringfügig. Das sind nur ein Register und eine Verbindung, die irgendwie ausgeschaltet wird. Diese JTAG-Dinge kann ich schlecht quantifizieren. Es ist nicht sehr groß, würde ich sagen, verglichen mit all den anderen Dingen in der CPU. Wenn man sich so eine Die-Fotografie anguckt, ist alles klein, was nicht der Cache ist. Und viel von der JTAG-Logik wird nicht als optional angesehen, weil einfach die Spezifikation es erfordert. Wenn du es nicht debuggen kannst, wofür ist der Teil dann überhaupt gut? Auf der Skala zwischen dem vollen Simulation auf der einen Seite und dem Hardware-Emulation in der Mitte und Silizium am Ende, benutzen Sie da irgendwie FPGAs, wo Sie einzelne Teile ausführen und einzelne Teile im FPGA nachbauen? Also es gibt Fälle, wo das nützlich ist, aber das Problem ist, FPGAs, FPGAs sind für gewöhnlich einfach nicht groß genug, um ganze Designs zu erfassen. Und manchmal sind die Dinge darin auch für eine andere Flows optimiert. Manche von diesen Emulatoren-Systemen, die wir hatten, sind aus mehreren FPGAs zusammengestellt, aber mit x86-CPUs. Wenn man sich das anguckt, könnte man sowas in so einen Xilinx-Chip synthetisieren. Die Antwort ist, es ist so riesig verglichen mit diesem Chip, da ist einfach keine Möglichkeit, wie es gemacht werden könnte. Vielleicht nicht in einem einzelnen Chip, aber wenn man das in kleine Teile schneidet, vielleicht dann. Ja, ich habe gesehen, dass das mit kleineren Designs funktioniert, aber nicht mit sowas wie einem ganzen Core. Okay, wenn Sie jetzt gehen, dann ist es in Ordnung, aber können Sie bitte leise sein? Es sind immer noch Leute, die Fragen stellen. Können Sie einfach noch respektieren. Die Person Nummer 3, bitte. Ja, Sie haben über die In-CPU-Debugging-Features geredet. Sind die im Final Design alle noch drin oder werden Sie sagen, oh, dieses Scan am Ding ist sehr teuer, wir entfernen das. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu machen. Man hat ja gesehen, wie teuer es ist, Hardware nachträglich zu modifizieren, und das sollte die Frage beantworten. Any Debug Features? Irgendwelche Debug Features, zum Beispiel zeitabhängig, dass zum Beispiel die, dass man die verschiedenen die verschiedenen Zeiting ordentlich funktioniert. Das heißt, um zu prüfen, ob es in der richtigen Geschwindigkeit läuft. Wenn es nicht in der richtigen Geschwindigkeit läuft, wo rauskriegen, welches Teil der Problem ist. Das muss man herausfinden, ja. Es ist kein Bereich, mit dem ich persönlich schon zu tun hatte.
Eine Sache, die manchmal benutzt wird, sind Laser. Wenn man einen Laser auf einen bestimmten Bereich scheint, kann man diesen Bereich aufheizen, so dass es ein bisschen schneller läuft oder so ähnlich. Und auf die Weise kann man gucken, wo der langsamste Teil im Ablauf ist. Die Sache ist die, es soll auf 3 GHz laufen, und wenn das nicht funktioniert und man lässt es auf 2,9 laufen und dann geht es, dann muss man sich überlegen, welcher Bereich des Schaltkreises könnte das Problem machen. Typischerweise ist es kein großes Ding, denn die verschiedenen Dinge, mit denen man dabei arbeitet, sind eigentlich gut, das vorherzusagen, wo es Probleme geben könnte im Timing. Einmal weitere Fragen. Nummer 3, bitte. Ja, ich würde gerne fragen, arbeiten Sie im Bereich Sicherheit? Was ist Ihre Aufgabe, wenn eine neue CPU designt wird? Also mein aktueller Job besteht darin, an den Sicherheitsfeaturen für die AMD-Roadmap zu arbeiten, sowohl Sicherheitsfeatures einzubauen, als auch der Platform-Security-Prozessor. Und dabei arbeiten wir mit den verschiedenen Teams, die dort an den Sicherheitsfeatures beteiligt sind. Und wir helfen ihnen auch, die Spezifikationen zu entwickeln und sicherzustellen, dass das alles getestet wird. Aber ich schreibe selbst leider keinen Code mehr. Im Internet scheinen keine weiteren Fragen zu sein. Die Person bei Nummer 3, bitte. Die Geschwindigkeit ist eine sehr wichtige Spezifikation. Werden Sie die Clock Rate reduzieren, um einen Bug zu reparieren, um nicht einen neuen neuen Chip zu erstellen? Und zu sagen, hey, ein Design zu reparieren, das sonst nicht laufen würde. Also ich würde sagen, das ist eine Business-Entscheidung. Okay, last question, number one. Letzte Frage, Nummer 1. Sie reden über Formelverifikation. Und eines der Probleme ist, man braucht ein Modell, wo man gegen angreifen kann. Wie erstellen Sie das bei normalen Tests? Wie stellen Sie sicher, dass Sie gegen Spezifikation testen? Früher war kein Memory Model und die CPU hat einfach nichts Sinnvolles gemacht. Also das funktionale Prüfen ist mit so einer Art Goldmodell getan. Man tut Instruktionen rein und sagt, das und das muss dann an der spezifischen Stelle vorhanden sein. Wenn man mit formal verifiziert und man hat zum Beispiel eine Scheduling-Einheit oder so, dann hat man hunderte verschiedene Blocks, die miteinander interagieren. Und man muss erstmal diese einzelnen Blocks verifizieren und wie sie sich verhalten. Und es kann darauf hinauslaufen, dass man die einzelnen Blocks quasi dafür neu implementieren muss, was eine Menge Arbeit ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe die Übersetzung des Vortrages "When Hardware Must Just Work" gehört. Aus der Übersetzerkabine.